Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesgöttin Venus und die Sonne verwöhnen euch mit sehr schönen Aspekten. Ihr seid viel unterwegs, ihr bekommt viele Einladungen und ihr habt Lust, Zukunfts- und Reisepläne zu schmieden. Wer von euch alleinstehend ist, kann der Liebe auf Reisen begegnen. Aber in eurem Horoskop ist noch viel mehr los. Und wenn ihr spürt, dass ihr Unterstützung braucht, könnt ihr euch gerne für eine persönliche Beratung an mich wenden. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Seit Mitte April hat Heilerplanet Chiron seine Reise durch den Widder angetreten. Das ist sehr wichtig für euch, denn damit steht er frontal zur Waagesonne hier im Partnerhaus und bringt euch Herausforderungen und Lernaufgaben in Begegnungen und durch eure Beziehung. Ich habe diesem wichtigen Transit ein zweiteiliges Special gewidmet und beide Teile sind jetzt auch online. Die solltet ihr euch unbedingt anschauen. Der zweite Teil ist neu und heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und diesen Monat gibt es in meiner Verlosung auch eine Chiron-Beratung zu gewinnen. Da erfahrt ihr von mir ganz persönlich, welche Bereiche eures Horoskops durch Chiron jetzt aktiviert werden und wie ihr am besten mit diesem wichtigen Transit durch den Widder umgehen könnt. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Im Mai steht nun ein weiteres kosmisches Großereignis an. Uranus wird das Zeichen wechseln. Er geht nun in den Stier, nachdem er zuvor 7 Jahre lang durch den Widder gelaufen war. Das ist sehr wichtig für euch, denn damit geht er aus dem direkten Frontalaspekt zu eurer Sonne heraus. Und das werden wahrscheinlich einige von euch als Entlastung spüren, besonders die Geborenen der dritten Dekade. Uranus gilt ja als Unruhestifter und hat für die Beziehungen der Waagegeborenen viel Chaos gebracht, gleichzeitig aber auch viele neue interessante Partnerschaften und Bekanntschaften gestiftet. Jetzt kommt in den Bereich etwas mehr Ruhe rein. Das gilt zumindest für euer Sternzeichen, also die Sonne im Horoskop. Natürlich können auch andere Planeten weiterhin die anregende oder aufregende Energie von Uranus empfangen. Und je nachdem, welchen Aszendenten ihr habt, kann er natürlich auch im individuellen Horoskop weiterhin im Partnerhaus stehen. Ja, aber dann steht er zumindest nicht mehr frontal zu eurer Sonne. Das alles müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Ich habe es ja schon gesagt, in eurem Horoskop ist sehr viel los. Saturn, Pluto, Lilith und zurzeit auch noch der Mars im Steinbock fordern euch sehr stark heraus. Das habe ich ausführlich in meinem Jahreshoroskop beschrieben und da solltet ihr euch gegebenenfalls auch nochmal über diese langfristigen Tendenzen informieren. Ihr könnt euch das im Video anschauen oder auch in meinem Buch nachschlagen. In eurem kosmischen Horoskop stehen diese Herausforderungen im Bereich der Familie und Heimat. Und tatsächlich habe ich zahlreiche Klienten aus dem Zeichen Waage, die gerade umziehen und das zum Teil unter schwierigen Bedingungen oder auch sich vergrößern und beispielsweise ein Haus kaufen, was sich als größer und anstrengender als gedacht erweist. Oder ein Angehöriger aus der Familie muss betreut werden oder es gibt persönliche Verluste in der Familie. Und ich habe erlebt, dass die Waagegeborenen damit meistens großartig und tapfer umgehen, mit ganz viel Disziplin und der Bereitschaft, ihre persönlichen Bedürfnisse hinten anzustellen. Ich muss euch dafür einfach mal loben. Ich bewundere das sehr, wie ihr das alles so meistert. Diese Einflüsse wirken jetzt besonders für die Geborenen der ersten und der dritten Dekade, aber natürlich können auch andere Planeten in eurem Horoskop diese Energien empfangen. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen im Mai der Reihe nach anschauen. Die Sonne steht im Zeichen Stier gegenüber Jupiter und das Ganze auf eurer Finanz- und Werteachse. Und der Aspekt ist durchaus günstig, um sich mit dem Partner oder Familienmitgliedern über gemeinsame finanzielle Vorhaben auszutauschen. Die Venus steht im Zeichen Zwillinge, sehr günstig für euch. Das bringt viele Kontakte, viele Anregungen, ihr seid bestimmt sehr beschäftigt mit Leuten und es macht euch Spaß. Der Merkur befindet sich im Widder, auch in einem anregenden Aspekt in eurem Partnerhaus, zusammen mit Uranus, der jetzt durch die letzten Grade des Widders läuft. Das heißt, die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. Oktober merken noch diese leicht chaotische, aber anregende Energie in ihren Partnerschaften oder Begegnungen.
Wenn ihr am 23. oder 24. September Geburtstag habt, spürt ihr vielleicht schon den Einfluss von Chiron. Zum Beispiel in einer Begegnung, die schmerzlich, aber lehrreich ist. Oder indem euer Partner eine Gesundheitssituation hat, die eure Aufmerksamkeit erfordert. Gleich zu Beginn des Monats sind die Konstellationen günstig, um neue, tolle Leute kennenzulernen, seien es Freunde oder auch potenzielle Liebespartner. Vom 5. bis zum 9. Mai müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, da kann es in der Liebe Illusionen oder Unklarheiten geben, vor allem wenn ihr mit der Person auch beruflich zu tun habt. Vom 12. bis zum 20. Mai ist dann die kritische Phase, wo viele Menschen gereizt und unberechenbar reagieren. Euer Sternzeichen ist davon diesmal allerdings nicht so betroffen, zum Glück. Ihr habt ohnehin genug um die Ohren. Aber rechnet einfach damit, dass andere vorübergehend mit dem Chaos zu kämpfen haben. Am 14. Mai wechselt der Merkur in den Stier, gefolgt vom Uranus am 15. Mai. Und der Mars geht dann am 16. Mai in den Wassermann und die stehen jetzt alle in Spannung zueinander. Gleichzeitig haben wir am 15. Mai den Neumond im Zeichen Stier. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, über gemeinsame Werte nachzudenken. Wie wollt ihr eure gemeinsame Zukunft gestalten? Was wollt ihr vielleicht zusammen Neues anschaffen? Wie wollt ihr eure Verantwortung verteilen? Und wie könnt ihr euch gegenseitig Sicherheit geben? Die allgemeine kosmische Spannung lässt zum Glück bald wieder nach und dazu könnt ihr womöglich sogar beitragen mit eurer Fähigkeit zur Diplomatie. Wenn ihr als Coach, Berater oder Heiler tätig seid, habt ihr bestimmt sehr gute Ideen, wie ihr euren Klienten helfen könnt. Außerdem steht der Mars im Wassermann durchaus günstig für euch, denn er aktiviert euer kosmisches Haus der Lebensfreude und der Unternehmungslust. Das ist auch gut für Sport und für eure kreativen Projekte. Am 19. Mai geht die Venus in den Krebs und aktiviert dann für die kommenden 3,5 Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Da könnt ihr dann gute Fortschritte machen und euch vorteilhaft in Szene setzen. Die Venus steht dann allerdings in Spannung zu eurer Sonne. Das kann dazu führen, dass man unzufrieden ist, weil andere die eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Aber wenn ihr selbst die Initiative ergreift, werdet ihr Erfolg haben. Am 21. Mai morgens um 4.14 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für 4 Wochen euer kosmisches Haus der Reisen, der Fortbildung und auch eurer persönlichen Philosophie. Das bringt außerdem Vitalität und Unternehmungslust, weil sich die Sonne auch günstig mit dem Mars verbindet. Überhaupt habt ihr in der zweiten Monatshälfte überwiegend anregende und positive Tendenzen. Nur zwischen dem 24. und dem 27. Mai, da kühlt die Stimmung etwas ab, denn da wird die Venus hier kritisch vom Saturn beäugt. Da fordert die Familie wahrscheinlich euren Einsatz. Deshalb nehmt übers Wochenende möglichst keine beruflichen Arbeiten mit nach Hause. Das würde man euch wohl übel nehmen. Davon abgesehen bleiben die Tendenzen aber freundlich, besonders zum Vollmond hin. Der findet am 29. Mai statt in den Zeichen Zwillinge und Schütze. Und das ist sehr günstig für euch. Am 30. wechselt der Merkur in die Zwillinge und belebt eure Pläne und Reiselust. Und die Venus, eure Herrscherin, bildet einen wunderschönen Aspekt hier, ein großes Harmoniedreieck zu Wohltäter Jupiter und Romantikplanet Neptun. Für euch kann das übrigens auch finanziell ein sehr günstiger Aspekt werden, denn dieses Dreieck verbindet die Berufs- und Geldbereiche in eurem kosmischen Horoskop. Und diese günstige Tendenz hält an bis in die erste Juniwoche. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials.
In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.